Hallöchen, ich grüße euch. Heute dürft ihr mal bei mir in die Töpfe spickeln. Ich koche gerade ein sehr einfaches Gericht. Es gibt einfach verschiedene Kombinationen. Ich habe hier so Tricolor-Nudeln. Da bleibt die Soße super gut drin haften. Aus Hartweizengrieß, da ist Spinat und ich glaube Tomate mit drin. Und das Wasser kocht schon. Da gebe ich das gleich rein und dazu, bevor ich die Kamera nach unten schwenke, es tropft etwas, habe ich diese Falafeln vom Rewe. Und die sind lecker und einfach zu machen. Ich war heute viel im Garten, heute bin ich mal faul und Veganer dürfen auch faul sein. Ja, so sehen die aus. Die haben so ein bisschen einen gelben Stich. Riechen ganz lecker, man kann die wohl auch kalt essen. Ich mache sie uns ein bisschen warm. So, jetzt geht's nach unten. Okay, hier kocht schon mein Wasser. Da gebe ich noch ein bisschen Salz rein. Und dann diese Nudeln hier. Ich mache heute nicht alle. Und diese Falafeln kochen. Und hier habe ich im Dampfgareinsatz Maiskolben drin. Ich weiß gar nicht, wieso das jetzt so dunkle Flecken da hat. Ist so. Braucht ungefähr 20 Minuten. Dazu gibt es ein bisschen Rohkost zu knabbern. Es gibt schon regionale Tomaten, das ist auch aus der Region, und den Kohlrabi auch. Finde ich super, vom Bauer um die Ecke. Und dazu habe ich noch Familiengröße Pastasoße, aber es ist nur noch ein Rest. Das passt dazu. Fertig. Das ist unser Essen heute, mehr gibt es nicht. Ich finde diese Falafeln super zum Warmmachen in dieser kleinen Pfanne. Ich habe da kein Öl drin und schüttel die dann einfach so ein bisschen. Das wird perfekt. Oft hat man bei den Bratlingen, wenn man die kauft, die poppen einen rein. Aber die mache ich dann im Backofen. Aber wenn man die natürlich so in der Pfanne so ein bisschen nudeln kann, geht das easy. Ja, das ist eigentlich keine große Kocherei. Ich habe gedacht, ich zeige euch mal wieder öfter, was ich so koche. Ist zurzeit ein bisschen schwierig, weil alle daheim sind. Das geht euch ja bestimmt auch so. Corona, die Schulen, das war alles zu. Ständig rennt hier einer durch die Wohnküche. Und ich kann nicht wirklich so kochen und ein Video dazu machen. Heute geht das mal. Deswegen nutze ich die Chance. Krä, krä. Ja. Ich finde es wichtig zu zeigen, was Veganer essen und dass es nichts Gesponnenes ist. Ich wurde mal gefragt, es ist schon längere Zeit her, was ist denn du dann so? Und ich habe das damals so aufgenommen, was ist denn du dann? Ja? Aber eigentlich war die Frage, ja, was ist denn du dann? Und ich war damals echt genervt und wollte darauf nicht antworten, aber ich denke, viele Leute können sich nicht vorstellen, was Veganer essen. Die denken, da bleibt dann nur Salat. Weil, es oft so ist in den Restaurants, ist es tatsächlich so, du bist als Veganer ja komplett aufgeschmissen und dann bleibt oft nur der Salat und womöglich noch ohne Soße, weil Joghurt drin ist. Ja, Veganer essen Salat und Pommes im Restaurant, weil es eben irgendwie nichts anderes gibt. Und dieser Glaube, dass Veganer so komische Sachen essen, ist weit verbreitet und der Proteinmangel und so. Ich bin außerdem jetzt schon 4 Jahre vegan und man sammelt ja dann so ein Basiswissen an Antworten, was man raushauen kann, wenn einem jemand komisch kommt, und man hat auch so ein bisschen eine härtere Schicht, man ist irgendwie sicherer. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo ich mir danach denke, wenn mich irgendjemand was sagt, der hätte schon doch das noch gesagt. Oder ja, manchmal will man auch nicht diskutieren. Ich will einfach in Ruhe meine Nudeln essen, in denen kein Ei ist. Und ich will meine Tomatensauce essen, in der keine Sahne ist. Und ich möchte halt kleine Kichererbsenbällchen essen, in denen kein Fleisch ist. Und fertig. Das ist eine Entscheidung, die anderen Menschen so schwer fällt.
Bloß weil ich das mache, ja. Ich hatte neulich einen Kommentar unter einem Video, da habe ich diese Planetary Health Diet vorgestellt. Ich schreibe dir das oben in die Ecke. Und dann schreibt mir da jemand, ja, der hat das angeguckt. Da geht es eigentlich darum, dass man so isst, dass es für den Planeten gut ist, ja. Weil die ganzen Tierprodukte natürlich ein immenses Klimaproblem schaffen. Also lasse ich das weg. Ja, ich würde schon sagen, ich bin nicht mehr nur Veganer. Früher war ich Vegetarier, dann wurde ich vegan. Und jetzt bin ich schon eher in Richtung Klimatarier fast, würde ich sagen. Ja. Natürlich gibt es da viele Baustellen, aber ich möchte dahin. Ich möchte das werden. Ich bin Klimatarier. Ich werde ein guter Klimatarier sein, irgendwann. Und ja, deshalb esse ich auch keine Tierprodukte. Ich möchte das Klima schonen. Und ich glaube, wenn ich dann so ein Video mache, wie die Planetary Health Diet oder wie das letzte Video, dass wir die Welt retten wollen, dann schreibt er mir da drunter, aber ich lasse mir mein Fleisch nicht nehmen. Das ist dann auch wieder so ein Moment, ich habe dann, glaube ich, geschrieben, verlass bitte den Planeten, ja? Weil ihm muss ja klar werden, er kann den Planeten nicht verlassen. Und er sagt dann, ich lasse mir das Fleisch nicht nehmen. Ich will ihm doch sein scheiß Fleisch doch gar nicht wegnehmen. Ja? Er kann es behalten. Aber ich möchte, dass er drüber nachdenkt. Und neulich habe ich einen Film gesehen. Ich blende es unten ein, wie der hieß. Ich weiß gerade nicht. Da ging es darum, ein Experiment. Das war das, eben klimagerecht zu essen. Da hat die Frau gesagt, es kommt ihr sehr gut an auf den Geschmack. Der Geschmack ist wichtig und die war auch so drauf, sie lässt sich das Fleisch nicht nehmen. Und dann war die ganze Familie in einem Projekt, also in diesem Experiment. Und am Schluss hat sie sich vegetarisch und viel ohne Fleisch ernährt, weil ja eben klar wurde in diesem Experiment, was für Auswirkungen es sind fürs Klima. Und diesen Klick, den die bei ihr ausgelöst haben, fand ich super. Sie hat dann am Schluss nach dem Experiment gesagt, sie hat quasi nicht den Geschmack eingetauscht. Früher war der Geschmack sehr wichtig beim Essen. Natürlich sind vegane Gerichte geschmacklich in keiner Weise abträglich. Es ist einfach anders. Sie konnte sich auch nichts vorstellen, ja, was isst man denn dann? Und sie sagte dann, wenn sie jetzt ihr Essen isst, dann hat sie ein viel besseres Gefühl, weil sie weiß ja, sie hat was für sich getan, für die Gesundheit. Also es ging um die Gesundheit und ums Klima und die haben dann CO2 eingespart bei diesem Experiment. Die Familie wurde vorher berechnet, wie viel CO2 haben die und danach. Interessanter Film. Ich verlinke euch den, wie der heißt. Schaut den mal an, das ist aber cool. Ja, und ich denke, das wäre vielleicht auch ein schönes Argument, Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, versus diesem Fleisch. diesem Fleischgeschmack. Es gibt außerdem Fleischgeschmack, das heißt Umami. Und das sind einfach die Gewürze, die da dran sind. Du kannst vegane Produkte genauso Umami würzen, also mit Fleischgeschmack, herzhaft, salzig, deftig. Auch fettig, ja, vegan muss nicht immer gesund sein. Du kannst da Butter, vegane Butter ran machen und dir das genauso kochen. Aber es ist für den Planeten und fürs Klima besser. Vegan ist immer leider besser. Und deshalb kriegen wir so viel dumme Kommentare darauf, weil die Leute halt sich nicht ändern wollen und dieses Ändern so wichtig ist. Für alle. Weil wir eine Verantwortung haben für den Planeten und für die Leute, die eben nicht in Europa wohnen, sondern auf der anderen Seite von der Erdkugel und die nichts zu essen haben. Ja? Und wir steigen immer mehr, es werden immer mehr Menschen und das Problem wird immer größer. So, meine Nüdelchen kochen schön. So schaut das jetzt aus. Es hat sich eigentlich nichts geändert, ne? Was macht der Mais? Dampf. Ist doch ganz easy, die Kocherei.
Kennt ihr das, wenn ihr Hunger habt und diese Nudeln brauchen einfach 10 Minuten, um fertig zu werden und sie werden nicht weich? Also 10 Minuten steht auf der Packung, aber die kochen jetzt bestimmt schon 15 Minuten. Was ist da wohl schiefgelaufen? Tja, warten aufs Nüdelchen. Okay, ich hänge euch ein Bild an, wie das Essen ausschaut. Ich war außerdem demnächst in Freiburg und habe da ein super nettes Werbeplakat gesehen. Das hänge ich euch als Fotoanschluss hinter dem Essen. Das hieß Kohlrabi statt Kuh. Ich finde das cool, wenn so vegane Riesenplakatleinwände auftauchen. Es tut sich was, es tut sich einiges. Corona und der Fleischskandal bei Tönnies. Die Leute schauen ein bisschen genauer hin. Wir können viel wuppen. Macht's gut. Tschüss. So sieht das jetzt aus. Falafeln. Tutu-Nudeln.